Gelachs genug probiert, nagelneue Zähne. So, was haben wir jetzt hier? Morgen. Oh. Wie kommt ihr? Krieg ich bestimmt gleich wieder Ärger. Alexa? Ich hab gedacht, die ist bescheuert. Erzähl einen Witz. Du hast was gemacht. Ich weiß genau, du hast was gemacht. Na, wie geht's? Also, es ist 10.16 Uhr. Ich war heute schon erfolgreich unterwegs. Wir waren heute Morgen schon beim Notar und haben so ein paar Verträge gemacht für diese ganze super Virtual Reality Geschichte. Das muss man dann so verhandeln und dann muss man da so Sachen machen. Und warte mal, coole Mütze. Ist Freitag? Heute ist Freitag. Ich habe schon 5 Folgen gemacht. Leck mich fett. Die letzte war ein bisschen verpeilt. Sorry nochmal. Das Kabel irgendwie habe ich auch nicht gerafft. Dann erst abends festgestellt um 10:30. Pack jetzt gleich meine Sachen und mach mir noch ein bisschen was zu futtern, weil ich von jetzt gleich an bis heute Abend dann Fahrstunden habe. Und um, ich glaube, 8 Uhr habe ich heute die letzte Fahrstunde. Und danach springe ich wieder ins Büro. Und mach euch die nächste Folge für heute fertig. Ansonsten passt auf euch auf, macht euch einen schönen Tag. Ich glaube an euch, ihr hoffentlich auch. Da sägt doch einer. Ach jo, die machen hier die Leitung neu, da hier im Badezimmer. Heizung war zu kalt hier im Winter. Ist irgendwie eine Leitung geplatzt. Scheiße. Naja, steckst du nicht drin. Okay, so, jetzt geht's aber los. Mein Tag beginnt, euer auch. Haut rein, weiter geht's. Irgendwann später. So. Freunde, Freunde, Freunde. Himmel, Arsch und Zwirn. Jetzt bin ich aber ein bisschen geschafft hier. Warte mal, ich mach mal erstmal Licht an. So. Na, wie geht's? Gut? So, jetzt sehe ich auch wieder was. Jetzt geht's. Also. Ja, es war ein anstrengender Tag, aber ein schöner Tag. Jetzt haben wir hier 20.30 Uhr. Gut. 20.30 Uhr und, achso, jetzt muss ich den Rechner hochfahren. Jetzt mache ich noch das Video für euch fertig. Erzähle euch noch ein bisschen was über Persönlichkeitsentwicklung, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und jetzt sagt ihr, was hat das überhaupt mit Führerschein zu tun? Was hat Persönlichkeitsentwicklung mit Führerschein zu tun? Das ist eine gute Frage. Und, die beantworte ich euch gleich. Tja, dann bleiben. Aber vorher, warte noch. Alexa, erzähl einen Witz. Was tappelt im Wasser und ruft F1, F1? Ein Informatiker, der nicht schwimmen kann. Ja, gut. Gut, was zappelt im Wasser und ruft F1, F1? Ein Informatiker, der nicht schwimmen kann. Wieder was gelernt. Also ich finde, Persönlichkeitsentwicklung ist ein wichtiges Thema. Warum ist das ein wichtiges Thema? Weil, kann ich hier mal eben, pass auf, ich hole mal eben was ganz kurz. Ja, er nimmt noch auf, wunderbar. So, also pass auf. Angenommen, der Rob von heute, also heute, und der Rob von vor 5 Jahren, die treffen sich. Und das ist der Rob von vor 5 Jahren und das ist der Rob von heute. Das ist das, was ich heute alles weiß. So, und das ist das, was ich vor 5 Jahren gedacht habe, dass ich weiß. Und jetzt kommt der Rob von vor, also von heute und sagt, hier, so, das bin ich. Hey, Robbie. Ja, mach ich gleich. Pass auf, ich erzähl dir alles. Und dann hast du ein ganz einfaches Leben. Ich sag dir, wie man mit seiner Beziehung umgeht, wie man ganz einfach einen Führerschein macht, wie man keine Angst vor Prüfung hat. Ich sag dir, wie man auf sein Geld aufpasst. Ich sag dir, wie man ein Haus baut. Ich sag dir alles. Dann kommt der so, zu dem 5 Jahre jüngeren Rob und sagt, hier, pass auf, ich erzähl's dir. Ich erzähl dir alles, so, ich erzähl dir das. Und dann erzähl ich dir noch das und das erzähl ich dir auch noch. Und dann, oh. Und was ich auch noch erzählen wollte, das, oh. Wie kommt ihr? Krieg ich bestimmt gleich wieder Ärger. Naja, also. Eure Persönlichkeit ist dieses Glas. Und in der Schule lernt man immer, wie lang der Nil ist, wie viel 120 durch 2 ist, wo Rostock liegt oder also diese Sachen lernt man alle in der Schule. Aber viel zu wenig lernt man da Persönlichkeitsentwicklung. Viel zu wenig. Keine Ahnung, warum man das da nicht lernt.
Und ich hatte schon früher ein Problem damit. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr müsst zusehen, dass ihr eure Persönlichkeit entwickelt. Dann kommt man auch im Leben, weiter ist jetzt das falsche Wort. Man kann ja nicht weiterkommen, wir sind ja schon da. Also, ne? Aber dann hat man ein bisschen Spaß, dann kann man was machen. Also, wenn ich jetzt komme und ich gebe euch 32.000 Tipps, dann müsst ihr auch darüber nachdenken und dann müsst ihr überlegen, wie meint er das und was kann man damit machen und so weiter. Das heißt also, es gibt verschiedene Felder, in denen man sich weiterbilden kann. Also man kann sich zum Beispiel Gedanken machen über seine Beziehung. Und man kann sich zum Beispiel darüber Gedanken machen, warum man immer Angst hat in Prüfungen oder sowas. Und man kann sich darüber Gedanken machen, warum man immer wieder im Leben dieselben Probleme hat. Ja? Das ist einfach nur, weil man an der Stelle ist das Glas voll. Also da geht nichts mehr, das ist voll. Man rafft es einfach nicht. Und jetzt müsst ihr schauen, dass ihr euch da weiterentwickelt. Wie man das macht, erkläre ich euch immer weiter in den Folgen. Also ich werde immer wieder weitere Folgen drehen und erkläre euch auch, was ich weiß, wie ich das gelernt habe und so weiter. Das werde ich immer weitermachen. Wichtig ist, dass ihr wisst, es gibt da was, das man lernen kann. Ohne 120 durch 2 und wo ist das und wie macht man das und so, Schule-Style, sondern Persönlichkeits-Style. Und das könnt ihr auch machen. Es gibt halt zum Beispiel einen Grund, warum man Prüfungsangst hat. Ja, weil man irgendwie schlechte Erfahrungen da gemacht hat oder weil man selber glaubt, man wäre dumm. Oder die anderen sagen, ihr seid dumm, guck mal, wie dumm du bist. Oder ihr seid zu klein oder und solche Sachen. Aber ich mache ja Sonntag auch noch eine Folge speziell zur Prüfungsangst, also deswegen heute nicht alles. Oder in Beziehung. Dafür gilt das Gleiche. Am Anfang habe ich gedacht, also pass auf, folgende Szene. Ich komme nach Hause, abends so, und dann steht da sowas rum und ich sage, oh, das ist aber schön, was ist das? Stell das da hin und geh weiter. So, 2 Minuten später kommt meine Perle nach Hause und sagt, was hast du gemacht? Nichts, was habe ich gemacht? Ich habe nichts gemacht. Ich habe jetzt alles okay. Du hast was gemacht. Ich weiß genau, du hast was gemacht. Ich habe nichts gemacht, alles ist cool. Du hast das umgestellt. Ich habe gedacht, die ist bescheuert. Ich habe wirklich gedacht, die ist bescheuert. Die will mich schikanieren. Die will mich fertig machen. Und dann haben wir darüber gesprochen. Dann habe ich gedacht, nee, jetzt pass mal auf, Rob. Du hast jetzt schon die Perle gehabt und dann hast du jetzt schon die. Und nee, das will ich jetzt gar nicht. Aber immer wieder hast du da irgendwas stimmt mit dir nicht. Da ist was, du musst mal da, beschäftige dich mal damit. Und dann habe ich gelernt. Und dann habe ich festgestellt, es gibt ganz viele verschiedene Charaktere. Das ist jetzt für euch nichts Neues. Aber ich werde auch noch eine Folge über die Farbmenschen zum Beispiel machen. Das ist auch eine super interessante Sache. Da gibt es verschiedene Typen. Und meine Perle ist vom Charakter ganz anders strukturiert als ich. Die braucht Ordnung. Für die macht das Sinn, wenn das hier steht. Für die macht das Sinn. Für mich nicht. Das ist egal, ob das da steht oder da. Ich stelle es sogar manchmal unter den Tisch. Nein, ist alles nass. Das macht für mich keinen Sinn, aber für sie Sinn. Aber in dem Moment, wo ich gemerkt habe, die meint das ernst. Die ist wirklich so. Und das ist ihr wichtig. Da habe ich sie verstanden. Da habe ich gesagt, okay, pass mal auf. Also für dich ist das, dann gucke ich mal, dass ich auf dich zugehe. Und ich mache das nicht mehr. Ich gebe mir Mühe, weil ich will ja auch zusammenbleiben. Ich finde das ja auch gut. Also gucke ich, dass ich da auf dich zukomme. Und deswegen ist Persönlichkeitsentwicklung so wichtig. Scheißegal, was ihr werden wollt. Ob ihr Fußballer werden wollt oder ob ihr Chef werden wollt oder euer Business machen wollt oder ob ihr Angestellter werden wollt oder egal was. Ihr müsst zusehen, dass ihr euch da weiterbildet. Ja? Und dass ihr euch auf den Feldern entwickelt. Weil angenommen, du hast jetzt Talent für Fußball, dann ist das gut. Dann kommst du auch ziemlich weit. Hier mit deinem Glas. Aber irgendwann bist du an einer Stelle, wo viele Leute sind, die viel, viel größer sind als du. Und wenn die alles auf dich draufkippen, fällt alles rüber und du hast Riesenprobleme und richtig, richtig viele Effekte. Das heißt, egal was ihr macht, vergesst das nicht, dass ihr eure Persönlichkeit weiterentwickelt. Weil sonst kriegt ihr arge, arge Probleme. Und dann macht das Leben auch keinen Spaß. Dann ist das alles eng und alle anderen sind doof und so. Und das ist nicht cool. Also, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich habe euch lieb, nicht vergessen, abonnieren an dieser Seite und ich packe jetzt das Video zur Seite, schneide noch ein bisschen was für euch klar und morgen ist schon wieder Samstag, ne? Ja.
Morgen. Da kommt schon mein Abendessen. Ja! Ich freue mich. Also, nicht vergessen, abonnieren. Schaut mal. Stop, stop, stop. Every raindrop, drop it here.